Hallo zusammen, wir sind hier wieder Kochen mit Peter oder Kochen und Kaffee machen mit der Batterie. Ich habe hier jetzt eine 150 Ampere Batterie und hier habe ich einen Wechselrichter 2500 Watt beziehungsweise 5000 Watt Spitze. Das bringt die Batterie gar nicht. Und ich habe hier eine Nespresso Kaffeemaschine. Nicht das neueste Modell, aber lassen wir loslegen. Ich habe hier das App aufgeschaltet und wir haben momentan 34% Kapazität in dieser Batterie drin. Und wir schalten hier den Wechselrichter ein. Und wir sehen, der Wechselrichter hat eine Abschaltung, dass er auf 0 geht. Also bei diesem Wechselrichter haben wir keine Grundlast. Aber wir schalten jetzt hier über... Lange drücken. Die Kaffeemaschine ein. Und jetzt seht ihr hier, die braucht jetzt 100 Ampere. Das sind also etwa 1200 Watt. Was diese Maschine braucht, die braucht sie jetzt zum Aufheizen. Und ihr seht auch hier, diese Lampe blinkt. Das heißt, sie ist an sich nicht bereit zum Laden. Der Thermostat hat schon mal kurz ausgeschaltet. Ihr seht, sie taktet noch. Aber sie heizt punktuell mit 102 Ampere. Zieht er aus der Batterie, also minus 102 Ampere, dann wieder zurück auf 0. Sie ist also hier schön am Aufheizen. Ihr kennt das mit der Nespresso-Kaffeemaschine, Kapsel rein, Tasse drunter. Das ist relativ eine große Tasse hier, seht ihr im Verhältnis zum Handy, aber das spielt keine Rolle. Sie ist jetzt bereit. Auch die Heizleistung ist auf 0, jetzt ist sie wieder eingeschaltet. Ja, wir lassen den Kaffee laufen. Das heißt, der Strom wird noch ein bisschen höher, 5 Ampere zieht momentan die Batterie, die Pumpe und dann kommt die Heizung, die dann hier hochpuffert. Ihr habt auch kurz gehört, der Wechselrichter, kommt der Lüfter. Ja, die Pumpe ist nicht mehr die stärkste bei der Kaffeemaschine, aber das spielt keine Rolle. Der Kaffee läuft relativ langsam raus, aber das liegt nicht an der Stromversorgung, das liegt effektiv an der Kaffeemaschine. Ja, wir füllen jetzt diese Tasse und warten, bis das Teil einfach voll ist. Zum Anschluss noch zu dieser Batterie. Diese Batterie hat das gleiche BMS drin wie alle anderen. Wir können hier 150 Ampere rausziehen. Etwa 20 Minuten. Das reicht zum Kaffee machen, das ist kein Thema. 100 Ampere kann ich dauernd belasten. Weil die Batterie wird wärmer mit der Zeit. Jetzt hier kaum messbar. Und durch das habe ich natürlich eine Erwärmung der Batterie, vor allem bei der kleinen, bei der 100 Ampere. Da wird die Batterie warm, wenn ich die permanent belasten würde. Zum Anschluss an diese Batterie. Hier sind zwei Kabel minus, gehen hier auf den Wechselrichter. Zwei Kabel plus mit je 25 Quadrat Dicke. Das sind also 50 Quadrat Kabel. Also die werden hier überhaupt nicht warm, weil... Das ist absolut ausreichend für die 1200 Watt. Achtet ihr mir darauf, wenn ihr einen Wechselrichter anhängt, den Wechselrichter direkt neben die Batterie, also kurze Kabel und dann dicke Kabel, eben 50 Quadrat hier oder 2x25 Quadrat. 2x25 Quadrat geht einfacher zum Verlegen, auch Pressschuhe und so weiter sind einfacher verfügbar, weder 50 Quadrat. Ja, der Kaffee ist voll. Ich schalte die Maschine hier ab. Und wir schauen uns das jetzt auf dem App an.
Der Strom ist logischerweise auf 0 runtergefallen und hier habe ich 32 Ampere gebraucht, nee, 32, also etwa 2% der Batterie, das heißt um 3 Ampere habe ich gebraucht, um diesen Kaffee zu machen. Der zweite Kaffee, der braucht dann nicht mehr ganz so viel, weil ich habe natürlich dann schon mal die Maschine vorgewärmt, aber technisch überhaupt kein Problem, so eine Maschine rauszulassen. Wir haben die Batterien im Lager, Wechselrichter ist nicht von uns, Kaffeemaschine kriegt ihr auch irgendwo, Kaffee müsst ihr auch schauen. Ich habe die Batterien, ich mache euch hier einen Link über diese Batterie im offenen Zustand, wie die offen aussieht. Ich habe hier einen Link über die Belastung der Batterie, wie kann man diese Batterien belasten, warum eben die 150 Ampere. Ja, und mein Kerngeschäft sind Kühlboxen. Schaut euch die Kühlboxen an. Ich wünsche euch einen schönen Tag.